Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserem kleinen Häschen. Die Süße heißt natürlich Marlin, weil beim letzten Mal Destiny ihr Kind bekommen. Aber heute ist tatsächlich ein ganz besonderer Part, denn das wird der letzte Part sein in Generation 3. Weil am Samstag haben die Zwillinge Geburtstag und Marlin auch schon. Und wie ihr seht, das ist nicht mehr so viel Zeit bis dahin. Deswegen machen wir das einfach heute. Und wenn der Part ein bisschen länger ist, dann ist er ein bisschen länger. Oh, sie ist so eine Süßi, ne? Ehrlich. Ich lieb's ja. Ich bin aber auch so gespannt, weil dann entscheidet sich ja, mit wem wir weiterspielen. Das sind so Dinge. Es ist alles immer ein bisschen schwierig. Oh mein Gott, ich habe gerade aufs Klo gedrückt und ich habe vergessen, dass da dieses Inspektion- und Wartungsding steht. Ich dachte kurz, da steht irgendwas mit Schwangerschaftstest. Ich war schon wieder komplett überfordert mit meinem Leben. Aber die Gute geht jetzt einfach schlafen, solange es Marlin gut geht. Oh mein Gott, Pebbles ist absolut rollig. Dinge passieren. Vielleicht kann Cosrow ja die kleine Maus ins Bett legen. Ich finde toll, wie er hier immer so ein Schlammbad bei uns machen will. Pebbles! Mann, ey. Yeah, 46 Simoleons Miete. So, wenn wir schon dabei sind, was sollen wir denn heute tun? 151. Stricke ein wenig. Ich finde es ein bisschen süß. Wir nehmen das Günstige. Oh mein Gott, vor allem Cloud mochte ja auch stricken. Ja, also Faith ist, glaube ich, eine gute Person dafür. Und was ist mit euch? Können wir vielleicht hier einen Kaffee? Vielleicht ist das gut. Das ist Erntefest. Yay. Okay, der fand es auf jeden Fall schon mal nicht lustig. Pebbles, was ist mit dir? Wieso liegst du auf dem Tisch? Oh, er findet es jetzt okay. Dann kümmert Faith sich um den hier. Und der bekommt einen Kuchen. Ey, der mochte den Kuchen. Yay. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen Kohle machen, was sehr wichtig ist, wenn wir ausziehen wollen, weil... Ich will nicht wieder in so einer komischen Bruchbude leben wie letztes Mal. Oh mein Gott, Marlin. I'm so proud of you. Sie hat sich zwar eingekackt gerade, aber sie hat schon ihren ersten richtigen Meilenstein bekommen. Oh mein Gott. Direkt ein Windelplatzer. Na, super. Destiny, where are you? Vielleicht gefällt dir das Stricken ja auch ganz gut. Und dann machen wir so eine Panda-Mütze. Ich packe die Pakete einfach erstmal alle ins Inventar und dann verkaufe ich die. Und dann schauen wir mal, wie viel wir da mit rauskriegen. But girl, I said... Mal machen sie diese Dingens. Warte, setzen sie sich hier hin. Stricken. Fortsetzen. Sieht einfach aus, als hätte sie da reingekackt. Na toll. Sie ist so angespannt, um zu malen. Das finde ich sehr fies. Jo, die drei Simoleons, die machen jetzt noch viel aus. Also ich meine, ich sollte mich nicht beschweren, aber... vielleicht mag der Zwerg ja Kaffee. Yay. Cool. Dann haben wir alle beschwichtigt. Faith mag stricken. Ja. So, und die Mützi ist auch fertig. Man kann das zwar nicht an Säuglinge verschenken, aber wir können es Destiny schenken. Halt, so von wegen hier, das kannst du deiner Tochter dann anziehen und so. Würde es ein bisschen lieben. Ich liebe euch ja so, ne? Ich hoffe, es gefällt ihr. Und? Freut sie sich? Oh mein Gott, ich glaube, sie freut sich richtig dolle. Oh, schön. Ich habe das Essen wirklich, das ist das, was sie gemacht hat, ne? Ich habe das wirklich vergessen. Ich habe es im Part noch gesagt. Wusste es einfach. Okay, Faith macht jetzt im Badezimmer ihre Hausaufgaben. Nee, sie lernt für die Prüfung. Schön. Im Badezimmer, ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen. Versammlung auf dem Klo oder was ist hier los? Ich kenne das im Real Life auch, aber... oh Mann, ey. Könnt ihr jetzt noch irgendwie dankbar füreinander sein? Weil ich möchte das A abschließen und B, ich brauche ein bisschen süß. Ne? Und so. Zuwendung? Ja. Dankbar sein, bitte. Auch wenn es nicht immer einfach war bei euch. Aber, also ich habe die jetzt nicht so viele Leute, ne? Die Familie ist klein, aber sie war richtig sauer. Sie so, jetzt bist du dankbar. Vielleicht dachte sie so, sie sagt das jetzt nur, weil sie irgendwas von ihr will. Aber vielleicht sagt sie es ihrer Schwester auch nochmal. Dass du dir Zeit für mich nimmst, bedeutet mir wirklich viel. Kann man denn so süß sein, ehrlich? Und du kleiner Scheißer bist auch schon wieder wach. Die beiden gammeln auch gerade hier nur in ihrer Schlafkleidung rum, ne? Ich fühl's aber auch echt sehr. Aber die Sonne scheint jetzt auch ein bisschen, deswegen können wir Faith auch einfach mal ein bisschen Yoga üben schicken. Den restlichen Tag hat es ja bisher nur geregnet. Und da im Regen Yoga machen ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das Beste auf der Welt. Aloysia ist hier. Ich habe deren Familienmitgliedern mal ein Umstyling gegeben. Also von Aloysia und Aleia. Weil mir war ein bisschen langweilig. Man gönnt sich ja sonst nichts. Du kannst auch Marlin an sie vorstellen. Sie ist ein bisschen schwanger, glaube ich. Ein bisschen. So sieht das aus, wenn du dann auch ein Kind kriegst. Sie ist definitiv schwanger. Ein Mädchen. Oh.
erste Besucher. Hm. Aber irgendwie auch süß. Sie lässt einfach jetzt ihr Kind die ganze Zeit bei ihr auf dem Arm. Finde ich irgendwie auch ein bisschen geil. Man kann Pebbles auf diese Matte legen. Wie süß ist das? Sie kann ja vielleicht mal mit ihrer Tochter ein bisschen Bauchzeit verbringen. Das hat sie noch gar nicht gemacht. Und du stinkst, Girl. Wie wär's, wenn du duschst? Das ist nämlich disgusting. Sie hat emotionale Kontrolle als mögliches Ziel erreicht. Das ist irgendwie süß. Süß, sie hat gerade geklatscht, weil sie einen Meilenstein geschafft hat. Das ist einfach so ein Umi-Ding, ne? Ich lieb's. Sie ist schon wieder müde. Cosrow möchte vorbeikommen. Nee, wir sollen dahin. Eigentlich will ich nicht. Dankeskarte schicken. Ey, ich vergesse immer, dass es so süße Interaktionen gibt, ne? I can't. Ich kann nicht mehr. Sie will jeden Abend mit uns Party machen. Und immer im selben Nachtclub vor allem. Heute können wir ja einfach mal mitgehen. Morgen ist der letzte Schultag. Letzi Fetzi. Hier ist aber echt schlechtes Wetter. Aber Alea sieht auch einfach so cool aus, ne? Oh mein Gott. I love you. So, ihr sollt euch mal ein bisschen mehr anfreunden. Weil ich habe das Gefühl, irgendwie ist da was im Busch. Dass sie halt jeden Tag anfragt, so, ob die sich treffen wollen. I don't know, vielleicht. Könnte es ein Love Interest sein? Man weiß es noch nicht so genau. Sie haben auf jeden Fall auch immer eine gute Zeit miteinander. Es ist echt süß. Ich bin gerade so vor dem Blitz erschrocken. Oh mein Gott. Zayden ist auch hier? It's me! Warum heiße ich Walsh? Mit wem bin ich denn liiert? Brooklyn? Ich habe zwei Kinder? Davon weiß ich nichts. Ich bin Verkäuferin. Cool. Dieses Spiel ist so doof. Warum ist sie jetzt so sauer? Entschuldigen? What happened? Warum ist sie jetzt so sauer? Ich dachte, das könnte unsere Love Interest sein. Jetzt ist sie saui. Geh einfach nach Hause. Ich glaube, das ist hier gerade nicht so gut. Manu, ich fand sie so cool. Ich dachte, das wäre so süß gewesen. Dieses Spiel macht mir immer alles kaputt. Was ist mit ihr denn? Warum ist sie so heftig müde? Gefüttert werden, bitte. Nicht in die Haya gehen. Das ist illegal. Ich finde es halt geil, weil wenn man unterwegs ist, den Säuglingen geht es dann immer richtig, richtig, richtig schlecht. Und allen anderen geht es richtig gut, wo ich mir denke so, okay, ihr habt anscheinend eine Pause von dem Säugling genommen. Sie hat den Lebensstil verloren, was Sinn ergibt. So, die Zwerge können wir auch verkaufen. So, ich bin jetzt sehr gespannt, wie viel Geld wir damit gemacht haben mit dem Feiertag. Es sind fast 3000 Simoleons, was richtig gut ist. Dann habe ich hier noch ein bisschen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die 3000 überschritten. Was sehr, sehr, sehr gut ist. Ich habe vergessen, dass wir dieses Buch gekauft haben. Das müssen wir immer noch lesen. Die 3000 Simoleons helfen uns und ich möchte diese Meldung nicht sehen. Lass mich in Ruhe. Good morning in the morning, little girl. Can you please go to the Haya again? So, was machen wir heute? Es ist die 125. Baue ein paar Pflänzchen an. Wir haben ja noch diesen Zitronenbaum oder so, was wir machen könnten. Ich würde den Viehstall dann auch mal verkaufen, weil wir brauchen den eh nicht und dann können wir hier ein bisschen Platz haben. Und da jetzt hier von Mehrzahl gesprochen wurde, machen wir es so. Pebbles! Diese Katze legt es aber auch echt drauf an, ne? Egal. Die beiden müssen gleich zur Schule. Aber ihr macht das. So, und diese Pflanzen... Die sind angebaut. Wenn sie dann noch bewässert werden könnten, wäre das sehr schön. Es bringt uns halt gar nichts mehr, weil morgen ist unser letzter Tag hier. Außer natürlich, wir machen das, dass wir dann halt hier weiter wohnen. Aber das kommt dann drauf an. So, ihr geht bitte alleine. Weil nur so können sich halt die Noten verbessern an einem Freitag. Beziehungsweise, ich glaube generell. Und ich hoffe halt, dass sie nochmal eine Note steigen oder so, damit sie halt in der Karriere dann höher anfangen können. Marlin kann gurren! I'm so proud of you. Oma passt schon auf. Oma kann ja auch ein bisschen Bauchzeit mit ihr verbringen. Wir haben ja eh nichts hier zu tun als Öms, ne? Also beziehungsweise schon. Sie könnte nämlich noch ein paar Bilder malen eventuell. Es wäre natürlich sehr cool, wenn wir noch ein bisschen was verkaufen könnten. Sie kann sich auf den Rücken rollen. Yay! Und sie hat sich gerade eingekackt. Gut, bevor sie Bilder malt, dann bitte einmal die Windel wechseln. Notenaufschwung. Im Geschichtsunterricht steht ein wichtiger Test an. Die Leistungen von Destiny sind bisher eher mittelmäßig. Mit einer guten Note könnte sie ihre Gesamtnote erheblich verbessern. Soll sie ihr übliches Lernprogramm durchziehen oder so viel lernen, wie es nur geht. Viel lernen, würde ich sagen. Leistungsverbesserung, yay! Hat sie sich jetzt eingeschissen, ernsthaft? Destiny hat heute versucht, die Schule zu schwänzen, um einen weinenden Freund zu trösten. Destiny, I love you. Freunden zu helfen steht an erster Stelle. Wieso bist du jetzt schon wieder wach?
Leg dich hin. Oha, Girl, oha. Ist das Stuart Ward? Nee, nicht wirklich. Destiny muss gleich noch zum Football. Marlene kann greifen. Ey, die hat voll viel gelernt heute. Was ist da los? Okay, die beiden waren gut, aber sie haben keine bessere Note erhalten, leider. Was schade ist, aber wir können nichts dagegen tun. Oh. Ja, du musst gleich nochmal los und dir geht's gerade ganz okay. Guter Appetit. Es gibt dir so viel zu tun immer. Auf Windelplatzer reagieren, das ist jetzt nicht dein Ernst. Habt ihr sich schon wieder einkackt? Ich kann nicht mehr. Pebbles geht nicht mehr auf Theken. Wow. 410? Wow. Immerhin. Okay, Aloysia und Zed sind anscheinend sehr eng miteinander. Also, wenn ihr heiraten wollt, go for it. Warum wollen immer alle, dass ich zu ihnen gehe? Oh, sie wurde jetzt gerade noch befördert. I'm so proud of you, girl. Cosro möchte auch eine Verabredung, aber ich wollte gerade drücken. So, morgen wird eine Party geschmissen, habe ich gehört. So, wo gehen wir denn hin? Gehen wir einfach in diese Bar? Ist vielleicht am besten. Ich glaube, ich mache das auch direkt morgens. Dann haben wir mehr Zeit für die Vorbereitung und so, was dann halt danach alles geschieht. Von der Zeit, wie ich hier gerade aufnehme, passt es auch alles noch ganz gut hier rein. Also, es ist nicht besonders lang oder so, was für mich ganz gut ist. Weil ich hasse es, lange Videos zu schneiden. Ich sag, wie es ist. Süß, wie sie hier alle am Tisch sitzen und miteinander quatschen. Ne? Ich finde, das ist so the small bonding moments. Sie brauchen noch ein bisschen Spaß in den Backen. Wie wäre es, wenn sie einfach ein bisschen irgendwas strickt? Ich meine, wir können es dann ja auch verkaufen. Vielleicht kommt ja mehr bei rum. Und selbst wenn wir einen Verlust machen, das sind 20 Simoleons. Also es ist jetzt auch nicht das Dramatischste der Welt. Warum habt ihr immer alle keinen Spaß? Du magst Fitness, Girl, ne? So, dann kannst du ja einfach vielleicht mal ein bisschen energiegeladen joggen am Abend. Ich glaube, das könnte auch sehr entspannend sein. Und du trinkst erstmal einen Kaffee. Okay. Okay, die Maschine ist kaputt. Schade. Oh mein Gott, aber wenn ich schon wieder sehe, dass wir nur 5000 Simoleons haben, ne? Ich heul jetzt schon wieder. Weil, Leute, wir wissen alle, dass wir dann wieder so ein Kackhaus also bauen müssen. Was gar keinen Sinn ergibt. Ach, egal. Ich will das nicht. Aber das ist halt auch wieder der Struggle, ne? In der normalen Legacy-Challenge hat man halt ab einem bestimmten Punkt immer richtig viel Geld. Auf kurzer Lebensdauer eher nicht so. Selbst wenn man weiter in der Karriere kommt, kommt man in der Regel nicht. Vor allem, wenn man Sunny Ernest heißt und 30 Mal die Karriere wechselt. Süß Maus. Oh. Okay, und? 23! Ey, 3 Simoleons, hör mal. Jetzt kann sie noch ihr Buch mal lesen. Weil ich die ganze Zeit sage, wir müssen das lesen und ich vergesse es die ganze Zeit. Weil es ist noch nicht so spät und sie kann ruhig mal ein Buch lesen. Wenn wir mit Faith weiterspielen, ne, werden wir safe nach Salvadorada gehen. Einfach, weil sie dieses Buch halt gelesen hat. Ich war so lange nicht in Salvadorada und vor allem noch gar nicht auf dem Kanal so. Deswegen, ich hätte auf jeden Fall richtig Bock. Wenn wir mit Destiny weiterspielen, habe ich noch keine Ahnung, was wir vorhaben. Aber wir werden schon was finden. Oh mein Gott, diese Frau ist krank. Das heißt, wir brauchen erstmal wieder Medizin. Ist klar, ne? Wir müssen natürlich nochmal unser Geld hier ausgeben für Dinge, die richtig unnötig sind letztendlich. Aber hey, in Welt platzieren. Genau. Das hilft dann auch so viel. Wieso kann sie nicht zu Ende duschen? Das macht mich so sauer. Sie duscht einfach nicht zu Ende. Marlin schläft nachts durch. Och, die kleine Maus. I am really proud. Ja, nachts durchschlafen, aka es ist 20 vor 1. Kann Oma einspringen? Bitte. Oma, mach das. So, gute Nacht. No, I think the Akku is almost dead again. Ist natürlich blöd, aber wir kriegen das hin. Cosro ist zu Erwachsener gealtert. So, Mami, wir brauchen dich. Wir machen, vorsichtshalber, machen wir 2 oder 3 Kuchen. Ich glaube, 2 sollten reichen. Hoffentlich. Sunny mag Smalltalk. Kerzen, stecken wir das ein. Dann machen wir vielleicht noch eine Erdbeertorte oder so. Marlin kann lachen. I can't. Es ist doch jetzt noch so süß alles. Ja, hallo. Eklig. Kerzen. Los, schnell. So, und einpacken. Wir haben es noch geschafft. Alles gut. Keine Panik an der Titanic. Los geht's. Okay, sind alle da? Da muss jemand aber erstmal ganz dringend pullern. Und da hat noch jemand sehr dolle Hunger. Ich kann die nicht aus dem Inventar ziehen. So, wir lassen, glaube ich, erstmal die beiden altern. Deswegen kommt erstmal Faith hierhin. Faith kommt hierhin und wünscht sich etwas. Hallo? Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Süß. Kann man so süß sein? Sie ist einfach cute. Ich kann es wirklich nicht glauben, Leute. Also, Okay, und sie ist als letztes Merkmal wartungsintensiv. Sehr interessant. Der Akku ist leer. But we don't care. Wir machen jetzt heute auch keinen Dreh mehr. Also
Ich weiß, normalerweise müssten wir das machen, aber psch, psch, psch. Wir haben ja noch genug andere Dinge zu tun. So, 63 verschiedene Bestreben gibt es mittlerweile und das ist die 29 Öko-Innovateurin. Sehe ich irgendwie. I don't know, aber irgendwie ergibt das Sinn. Sie hat die Highschool abgeschlossen. Yay. So, keiner isst was. Nein, Kerzen. Nein, 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 nein. Sunny! Gut, dass wir noch einen Kuchen haben. Gibt aber Kasala, wenn hier auch noch ein Stück genommen wird, ne? So, Destiny, komm ran. Ich bin... ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile behoben wurde, dass wenn die Akne haben, dass das dann bleibt. Weil dann muss man das halt kurz ausschalten und wieder anschalten, weil ich sehe jetzt nicht, dass sie das weiterhin haben werden. Und... es ist so aufregend irgendwie. So, was ist dein letztes Merkmal? Es ist Perfektionistin. Irgendwie passt das richtig gut zu Destiny. Gerade eben, weil sie jetzt auch ja eine Teenie-Mutter ist und so. Also, ich finde es sehr, sehr cool. So, und dein Bestreben ist die 27. Serienromantikerin. Entschuldigung. Weiß ich jetzt nicht, Leute. So, Abschluss. Stopp, 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 Leute. Stopp, stopp, stopp. Und ihr seid die kleine Mausel. Ich gebe der kleinen Maus ein bisschen, ne? Wir wollen hier keine Problems. Mach auf. Denn die kleine Maus hat jetzt Geburtstag. Sie wird nämlich zum Kleinkind. Ich hab das verpasst. Scheiße. Naja, ist trotzdem süß. Yay. Okay, sie hat Mustaf, das Säugling, bekommen. Oh mein Gott, das ist extrem krass. Das hätte ich auch irgendwie gar nicht erwartet, hä? Und sie ist neugierig. Süß. Sehr, sehr süß. Oh mein Gott, sieht sie süß aus. I love her a lot. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, Leute. Ich würde sagen, das Erste, was wir irgendwie entscheiden, ist jetzt, mit wem wir weiter spielen. Ich habe jetzt eben die Möglichkeit Destiny, Faith oder eben mit beiden. Und dann schauen wir mal, was das Ergebnis sein wird. Ich bin so gespannt. Und es ist Faith. Anscheinend, ja. Was ich richtig cool finde, weil wir dann wirklich mit ihr nach Salvadorada gehen können und so. Es ist halt einfach mal was anderes, ne? Und ich find's so toll. Also ich hätte mich gefreut, mit beiden zu spielen, ne? So, wir haben jetzt diese drei Optionen hier noch. Inwiefern wir jetzt ausziehen oder eben nicht. Und ich drehe und es ist die Option... Oh, bleib im Hotel, Mama. Oh mein Gott. Das ist actually sehr, sehr gut für uns. Ich werde aber vermutlich dann ein neues Haus bauen, also quasi das Haus abreißen und dann neu bauen. Und ich lieb's. Weil dann haben wir auf jeden Fall auch mehr Geld und so, was sehr, sehr gut ist. Da müssen wir auch nicht gucken wegen dem Geld oder so. Weil ich werde Destiny dann einfach cheaten, dass sie eben in ein schönes Haus ziehen kann. Dann lebt sie mit Cosrow oder so. Wir kriegen das hin. Aber dadurch, dass wir jetzt bei Hotel Mama bleiben, haben wir auf jeden Fall einige Fragen schon geklärt, was sehr, sehr cool ist. Und da Marlin jetzt ja auch kein Hauptcharakter mehr ist, dann wird Marlin auch ihr Umstyling dann offscreen bekommen. Ich werde euch natürlich zeigen, wie sie denn aussieht und so, wenn wir sie dann wieder sehen. Ist das aufregend. Aber wir können theoretisch noch randomisieren, in welche Stadt schicken wir denn Destiny? Schauen wir mal, wohin geht Destiny denn? Nach Desol Valley? Oh mein Gott, ich finde es richtig witzig. Aber ich liebe es auch irgendwie. Es ist lustig. Aber das Schöne ist, dass wir dann halt die letzten Tage mit Sunny auch noch verbringen können, ne? Irgendwie ist es einfach sehr, sehr schön. Können wir noch irgendwie Fotos zu dritt aufnehmen? Oh mein Gott, kannst du das in der Welt platzieren? Kamera hinzufügen, zack. Und dann Foto machen mit Faith und Destiny. Weil wir brauchen diese Fotos. Okay, noch weiter weg könnt ihr auch nicht stehen, ne? Aber das hier ist auch sehr, sehr süß. Es ist so doof. Oh mein Gott, das sieht aus, als wäre sie so richtig stolz, ne? Oh, I love it. Ja, ich wollte eigentlich mit euch allen dreien Fotos haben, so, you know. Jetzt heult ihr da alle. Das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe darunter. Keine mehr. Keine mehr. So, dann würde ich gerne wieder alles in mein Inventar platzieren. Oh mein Gott, ist Elea schwanger? Oh mein Gott! Gut, dann ist sie vielleicht doch keine Love Interest mehr. Okay, wir haben hier noch so ein paar Sachen, die wir verkaufen können. We love it. Die Fotos behalte ich. Die Party ist vielleicht nicht besonders gut gelaufen nach dem Barometer hier, aber alle haben trotzdem irgendwie Spaß. Also, es ist mir egal. Es ist viel wichtiger, dass alle irgendwie happy sind, wa? Hat sie sich gerade ernsthaft Chips bestellt, obwohl es hier Kuchen gibt? So, dann gehen wir jetzt nach Hause. Dann machen wir kurz die Akne weg. So, und jetzt ist sie wieder da. Also, man kann sie jetzt wieder bekommen. Weil ich finde das Feature an sich halt ganz cool, weil die Teenager dann aussehen auch mehr wie Teenager und so, wenn sie halt Pickel haben.
aber irgendwann endet das Ganze ja auch wieder. Ich denke, ich werde ihn hier rausschmeißen. Das Ganze zu einem Wohngrundstück machen. Also, dass ich die ausziehen lasse und dass ich das dann ändere und so. Aber ich werde erstmal das Grundstück Achso, warte mal. Ich muss erst die Fotos abnehmen und hier den Müll mache ich noch weg. Weil mit den Fotos, dann wird das als Custom Content hier gezählt und I don't know, was wollt ihr mit Fotos von meinen Sims? Aber jetzt sollte es das wirklich gewesen sein. Hallo? Vielleicht bin ich auch einfach blind. Man weiß es nicht so genau. Aha, es regnet einfach auf dem Foto, ne? Das ist so eine Mut irgendwie. Hier lebten Sunny, Faith, Destiny, Marlene und Pebbles in Glimmerbrook. Ich speichere es erstmal und lade es wahrscheinlich beim nächsten Mal erst hoch. Dann wird ja auch keiner gespoilert. Ich packe die ganzen Sachen, die wir hier haben, in unser Inventar und hoffe, dass das dann alles klappt. Aber dann haben wir das mit den Pflanzen zumindest auch nicht ganz umsonst gemacht und so, ne? Also, wir schauen einfach mal. Ich krieg das auf jeden Fall irgendwie hin. Aber lasst mich das meine Sorge sein. Hier sehen wir unsere drei Mädels nochmal auf einen Fleck. So, wir sind dann für Generation 3 fertig. Es ist crazy. Aber ich freue mich auch auf jeden Fall auf was Neues. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!